Ja, hallo. Bevor ich auf die AfD eingehe, erst einmal ganz kurz sozusagen Corona natürlich. In den USA hat jemand wegen seiner Corona-Behandlung vom Krankenhaus eine Rechnung von über 1 Million Dollar bekommen. Ja, da wurde das Beatmungsgerät, da sieht man, welche Unsummen da in Rechnung gestellt werden für Intensivbett, für Beatmungsgerät und so weiter. Das ist natürlich ein Riesengeschäft, ja. Und wenn so ein Riesengeschäft lockt, ich habe in hunderten von Sendungen hier und auf den 5 Homepages der Next Scientist for Future.de ist eben millionenmal beschrieben, wie die Evolution im Gesundheitswesen verlaufen muss. Und wenn solche Riesensummen locken, dann ist die Tendenz sozusagen zu diagnostizieren, dass jemand, ah, guck mal, der, ja, der muss unbedingt jetzt auf die Intensivstation und der muss unbedingt jetzt ein Beatmungsgerät bekommen, dass diese Diagnosegepflogenheiten bei solchen riesigen Summen, die da locken, verändert sich, ohne dass es böse Absicht ist, das Bewusstsein und die Irrtümer sozusagen und das Bewusstsein formt sich quasi in diese Gewinnmöglichkeiten hinein und plötzlich sieht jeder Arzt und jede Schwester sieht diese und jene Behandlungsmöglichkeiten, wenn dafür solche Riesensummen bezahlt werden. Und das sind natürlich die Evolutionsprozesse im Gesundheitssystem und wenn man diese nicht versteht, dann glaubt man an das Märchen von den sogenannten Arztromanen, wie sie ja auch im Fernsehen gezeigt werden, also diesen naiven Verherrlichungen eines kapitalistisch-marktwirtschaftlichen profitorientierten Systems. Ich wiederhole es noch einmal ganz trocken. Also die Bundesregierung hätte ja wohl, wenn es um gesunde Ernährung geht, ja auch nicht McDonald's befragt und als Ratgeber genommen. Ja, aber warum nimmt die Regierung also sozusagen die kommerzielle, profitorientierte Geldmaximierungskette Medizinindustrie als Ratgeber? Warum nimmt sie nicht Außenstehende, die das Ganze auch kritisch beleuchten können, wie eben die Next Scientist for Future, sondern hält sich an Leute, die davon selbst profitieren? Ja, kurz und so ist unser Tagesbildchen hier. Ja, das verdeutlicht auch nochmal das, was ja auch noch drin steckt. Also wir haben ja auch in allen, in der Medizin auch eine ganz starke Tendenz, die kapitalistische Unterdrückung des Liebeslebens sozusagen zu fördern. Also Unterdrückung des Liebeslebens ist ja der Wesenskern des Kapitalismus. Sozusagen die Evolutionsverläufe in der Marktwirtschaft haben sich quasi die Frage gestellt, wie kann ich maximale Konsumsucht und maximale Kaufsucht erzeugen? Ja, indem ich den Menschen ihre natürlichen Glücksquellen wegnehme und wegrede. Und das bedeutet, ich muss ihnen die Sexualität wegreden. Und alle Krankheiten haben schon oft dazu gedient, Angst vor Sexualität zu machen. Ich denke mal gerade daran, an die Todesdrohungen, die man bei AIDS gemacht hat. Man hat bei AIDS gesagt, ja, wir werden alle tot umfallen, ja, und die Leute haben natürlich ihr Liebesleben dann drastisch eingeschränkt und ihr Sexualleben und haben dann wieder mehr konsumiert und mehr gekauft, ja, und genauso jetzt hier auch Corona, stay away, also bleib mir weg, ja, wir verhalten uns ja alle jetzt noch distanzierter, als wir durch den Kapitalismus eh schon geworden sind, ja, und dadurch ist dann, ich habe auch von mehreren gehört, dass sie auch zugenommen haben jetzt, weil sie eben jetzt die Konsumsucht wieder stärker wird, ne? Gut, und dann hat man also, ja, man versucht ja jetzt gerade überall, Bolsonaro, Brasilien, Weißrussland, Tansania, Schweden, ja, Tansania hat ja auch den Corona für nicht existent erklärt, ja, und so weiter, der Präsident.
Und in Schweden und überall versuchen ja unsere Journalisten jetzt, weil sie eben der tiefen Überzeugung sind, Corona sei tatsächlich gefährlich, versuchen sie natürlich die entsprechenden Länder anzugreifen, Bolsonaro anzugreifen, Schweden anzugreifen. Und da ist jetzt ein Journalist, der, oder ein junger Mann, ist sozusagen einfach mal und befragt die Schweden, ja, und ist seine neueste Sendung beinhaltet. Also erstmal muss man sagen, in den Interviews, kein Schwede sagt, dass im Bekanntenkreis ungewöhnlich viele Tote zu verzeichnen wären, ja. Das ist einmal das, ja. Das heißt also, kein einziger Interviewpartner sagt, im Bekanntenkreis sterben ungewöhnlich viele Tote. Dementsprechend, weil das keiner sagt, haben alle Interviewten auch keine Angst vor Corona. Denn wenn im Bekanntenkreis ungewöhnlich viele Tote sterben würden, dann hätten sie natürlich auch Angst vor Corona. Aber da im Bekanntenkreis eben nicht ungewöhnlich viele Tote auftauchen, haben sie selbstverständlich auch keine Angst vor Corona. Was sie sagen, ist, dass man hätte institutionell die Älteren besser schützen sollen in Schweden. Und das sagen fast alle, denn ich von den 4.500 angeblichen, vermeintlichen, von einer interessierten Medizinindustrie als Corona-Tote hindiagnostizierten sozusagen, sind ja aber mehr als die Hälfte in Altenheimen gestorben, ja, weil man dort eben besonders schlechte hygienische Verhältnisse hatte. Also deren Immunschwäche nicht angemessen sozusagen. Ja, also ich habe es ja schon erwähnt. Das heißt also in Schweden, die Interviews zeigen ganz klar, also was wir wirklich bräuchten, um auch nur halbwegs zu glauben, dass etwas wirklich gefährlicher sein könnte als vielleicht eine kräftige Grippe, die keinerlei Lockdown gerechtfertigt hätte. Dann bräuchten wir Zeugen von, warum kriegen wir nicht mal 100 Leute aus Weißrussland, Tansania und Brasilien und so, die dann ganz klar sagen, in meinem Bekanntenkreis sterben im Moment die Menschen wie die Fliegen, deswegen habe ich auch Angst, ja? Ja, stattdessen hat eben der Präsident von Tansania erklärt, der hat Tansania für Corona-frei erklärt. Ne? Ja, das ist der richtige Weg, um eben die Kollateralschäden eines Lockdowns und einer Panikmache auf seine Bevölkerung zu verhindern, weil er vielleicht erkannt hat, ja, na gut, die Auswirkungen einer kräftigen Grippe kann ich sowieso schlecht verhindern. Also wenn ich die jedes Jahr verhindern will, dann ist Tansania völlig, dann sind wir alle am Verhungern in Tansania. Ne? Ja. So, dann gehen wir mal weiter auf die AfD. Die haben be einen Bericht gemacht, dass also Extinction Rebellion, Ende Gelände und Fridays for Future in Wirklichkeit den Kommunismus und Sozialismus wollten, natürlich wieder den Kommunismus und den Sozialismus, denn differenzieren können ja all diese, ja, etwas super einfach geistig gestrickten Leute aus dem rechten Lager, die meistens wirklich ganz geringe Bildungsniveaus haben und in vielen Dingen einfach ja leider doch nicht bis drei zählen können. Die können natürlich nicht differenzieren zwischen 100 Varianten von Kommunismus und 100 Varianten von Sozialismus. Für die gibt's nur den Kommunismus und den Sozialismus. Alles, was irgendwie kommunistisch und sozialistisch klingt, wird als Stalinismus, als Hitlerismus und Maoismus beschrieben. Und so primitiv geht's halt nun mal zu bei Rechten. Na, das können wir leider, müssen wir das immer wieder feststellen. Schluck Wasser. Ja, also das heißt, auf Deutsch gesagt,
auch Planwirtschaft, da gibt's für die gibt's das nur, für die gibt's das nur als Schimpfwort, nur weil eben so Stümper wie Stalin das falsch gemacht haben, ja? Das ist eben der Mechanismus. Dabei erkennen sie gar nicht, dass die soziale Marktwirtschaft, die sie rühmen, der riesige Massenmörder schlechthin ist. Dass es noch ein schlechteres System gab, aber wir müssen doch ganz ehrlich sein. So schrecklich der Stalinismus und so schrecklich der Honeckerismus und der Maoismus waren, ich weiß nichts von einem Angriffskrieg dieser Länder auf den Rest der Welt. Ich weiß nur was von Angriffskriegen kapitalistischer Länder auf den Rest der Welt, marktwirtschaftlicher Länder auf den Rest der Welt. Ich weiß was davon, dass Deutschland wieder Angriffskriege durchführt, ja, und sich beteiligt. Das heißt also, so schlimm Stalinismus, Honeckerismus und Maoismus waren, ja, aber die soziale Marktwirtschaft ist doch der Kriegstreiber der Welt, ja? Die Marktwirtschaft ist halt ein Massenmörder bei gleichzeitigem Wohlstand. Und die AfD, die sind halt so wenig gebildet, dass sie sich halt blenden lassen von dem Wohlstand, also von dem Geld, das die Marktwirtschaft gleichzeitig auf den Tisch legt, wenn sie uns umbringt. Ja, und ich schilder mal, wie sie uns umbringt, muss ich ja jedes Mal doch mal wieder erwähnen, ja. Also hier, wenn der erste Früharzt und Frühhändler der Evolution, nachdem der Markt erfunden wurde, also aus dem Tausch der Tauschhandel wurde, und er sagt, ach, ich finde das ganz toll, dass ihr in euren kommunistischen Lebensweisen, euren Bonobo-Kommunismus, dass ihr in eurem Bonobo-Kommunismus so wunderbar miteinander schmust und euch lieb habt und dass da deswegen, weil sie sich so geliebt fühlen, die Männer alles den Frauen und Kindern schenken und so weiter und dass ihr euch nur naturbelassen ernährt und nicht auf den neumodischen Kram reinfallt, das ganze denaturierte Nahrung Zeug und so weiter. Ja, und dieser Früharzt, dieser Frühhändler verkauft den Leuten also total reif geerntete Früchte und Gemüse im höchst vitalen Zustand, unverändert und so weiter. Und als Früharzt macht er kein Geschäft, weil die Leute so ein starkes Immunsystem haben und deren Immunsysteme über Viren und Bakterien nur so lachen, ja, also nur lachen können. Während der hier jetzt kommt irgendwann der tausendste Früharzt und Frühhändler der Evolution und der irrt sich der total und der sagt so Dinge wie erstmal so was Kriegstreiberisches wie, ja, letztens hat eine Bonobo-kommunistische Lebensweise der Frühmenschen hat eine andere überfallen und totgeschlagen und natürlich kaufen ihm am nächsten Morgen nach dieser Geschichte die Leute alle seine Steinäxte ab, um sich zu bewaffnen und eventuell sogar als Präventivkrieg die anderen totzuschlagen, die anderen Gruppen totzuschlagen, damit sie selber nicht totgeschlagen werden können. Ja? Also das heißt, dieser Frühhändler und Früharzt provoziert mit seinem Irrtum schon erst einmal Kriegstendenzen, ja? Gewalttendenzen, die also quasi es kommt zu einer Renaissance des Krieges, ja? der über Jahrhunderttausende verschwunden war aus der Evolution der Frühmenschen, kommt er wieder zurück durch die Händler. Ja? Das heißt also, liebe AfD, Ihre geliebte soziale Marktwirtschaft ist der Kriegstreiber schlechthin. Rein von der Mechanik her, also Dr. Markus Krall, Professor Hans-Werner Sinn, ja, Ihre geliebte soziale Marktwirtschaft ist ein Killer. Ja? Ist der Killer. Nur der Killer legt uns gleichzeitig auch noch ein paar Euro auf den Tisch. Und weil er uns ein paar Euro auf den Tisch blendet, sind diese rechten, naiven Rechten dann geblendet und sagen, ja, die Marktwirtschaft ist gut, sie legt uns ja ein paar Euro auf den Tisch. Aber was haben wir von ein paar Euro, wenn wir in regelmäßigen Abständen mit mörderischen Kriegen überzogen werden? Ja, was haben wir davon? Ja, und dann geht's ja noch viel weiter, ja, und dann sagt
dieser sozusagen Früharzt und Frühhändler, der sagt noch, ach, ist das ekelhaft, da werdet ihr ja krank von dem ständigen Geschlabber und Geschwuse in euren Kommunen, widerlich und krankmachend und unkeusch und unmoralisch, lasst das sein und so weiter. Und ein Teil der Menschen lässt sich halt von solcher Rhetorik beeindrucken, weil Menschen nun mal das suggestibelste Lebewesen der Erde sind. Und dann ist es eben so, dass die Menschen dann eben, und dann sagt er auch noch, nein, also meine denaturierte Nahrung, die ich im Angebot habe, die ist genauso gesund. Wenn ihr krank werdet, liegt es an einem chronischen Mangel an meinen Impfungen, Tests, Bestrahlung, Chemotherapien und Operationen. Das ist der Grund, warum ihr krank werdet und nichts anderes. Und deswegen, also, und dann fangen die Leute an, dieses krankmachende Zeug zu essen, ihr Liebesleben zu unterdrücken, werden fresssüchtig gegenüber diesen denaturierten Nahrungsmitteln, kriegen geschwächte Immunsysteme, werden ständig krank, und er kann ständig was verkaufen, hier unser Früharzt und Frühhändler auch und so weiter. Der andere stirbt tendenziell aus hingegen hier, und der sozusagen verdient sich eine goldene Nase in der Marktwirtschaft, in der von der AfD und Krall und Sinn verherrlichten sozialen Marktwirtschaft, und Krall will ja eher die freie Marktwirtschaft, ne? Und hier haben wir kann er zwei Kinder ernähren, drei Enkelkinder, zwei Urenkelkinder, und er kann eine Großfamilie von Händlern und Ärzten begründen, die alle sozusagen auch zum Beispiel hier, er hat auch noch den Irrtum dabei, dass er sagt, ja, diese Kleinstlebewesen, die sind totale Killer und immer gefährlich und so weiter. Er übertreibt also Gefahren, dadurch kann er dann wieder mehr Behandlungen verkaufen und so weiter. Und diese Tendenz erleben wir jetzt bei Corona, dass natürlich auch die Ärzteschaft immer die Gefahren übertreibt, so wie der Versicherungsvertreter die Gefahren übertreibt, wenn er eine Versicherung verkaufen möchte. Und so übertreibt chronisch die Ärzteschaft, das gehört zum Geschäftsmodell der Ärzteschaft, dass sie die Gefahren von Viren und Bakterien chronisch überschätzen. Und denn die Folge solcher Überschätzung ist immer ein einträgliches Geschäft. Im Moment ist es ein riesiges Testgeschäft, ein Beatmungsgerätegeschäft, ein Intensivstationengeschäft, und bald ist es vielleicht noch ein Milliarden Impfgeschäft und so weiter, vielleicht sogar ein Zwangsimpfungsgeschäft. Also das heißt, dieses zerstörerische Wirken ist das, was die AfD gut findet, was die Rechten gut finden, und damit die Zerstörung unseres Lebens, nur weil die Marktwirtschaft uns ein paar Euro auf den Tisch legt. Na? Ja. Ja, und natürlich sozusagen ist das die haben die AfD an einer Stelle recht, dass Extinction Rebellion und in Ende Gelände und viele bei den Fridays for Future insgeheim schon von so einer Art gewaltsamen Revolution Richtung Stalinismus, Honeckerismus und Maoismus irgendwie träumen, weil sie eben auch im Irrtum sind, weil sie nicht verstehen, dass das gar nicht geht, was sie sich vorstellen. Ja, dass das also sozusagen, ich will es mal hier beschreiben. Zum Beispiel habe ich so mitgekriegt, dass die Extinction Rebellion wohl von so einer Art Bürgerinnenversammlung träumen. Es gibt ja jetzt ganz viele Träume, so zufällig gelöste Bürger, die ein Parlament bilden und dafür bezahlt werden, dass sie eben jetzt sich mal kurze Zeit lang um die Politik kümmern, Bürgerinnenversammlung und so weiter. Und jetzt, die machen nur eine Rechnung nicht. Wir haben einmal jetzt eine Kaste gebildet. Wir haben die Kaste
der Parteien und der Parteienpolitiker gebildet. Wie kommt man auf die Idee, dass diese Kaste jetzt einfach so sagt, ja, ach ja, wir geben jetzt einfach unsere Macht auf. Wir geben unsere netten Freundschaften mit den Lobbyisten, wo wir auch immer mal wieder was abbekommen, Parteispenden und so weiter. Und mit der High Society, diese guten Freundschaften in der High Society, wo wir dann auch gute Jobs kriegen, wieder in großen Konzernen nach der Politik und so weiter und schöne Redeaufträge und so weiter. Alle diese Vorteile geben wir auf, ohne dass ihr uns eine Gegenleistung geben müsst und die geben wir einfach so auf, weil wir so nette Menschen sind, geben wir einfach alles auf und geben die Macht ab an irgendwelche Bürgerinnenversammlungen, ja, und lassen die alles entscheiden, ja. Obwohl wir dann gar keine Geschenke mehr von den Lobbyisten kriegen und auch von der High Society nicht mehr gefragt sind, auch als Redner nicht mehr gefragt sind und auch keine Aufsichtsratposten dann in den Konzernen bekommen und so weiter. Wir geben einfach alles, was wir uns gewonnen haben, verschenken wir einfach wieder. Also das ist nun halt wirklich ein Irrtum, ja? Das werden die nicht tun, sondern die werden mit Klauen und Zähnen dagegen kämpfen und werden überall sagen, dass solche Formen auch der Volksabstimmungsdemokratie und der Bürgerinnenversammlungsdemokratie doch unsinnig seien. Und deswegen wird es unheimlich schwer, unendlich schwer sein, bis eine Partei 51% hat und dann diese Parteien überstimmen kann. Das Dilemma ist, bis dahin ist diese Partei schon Jahrzehnte oder viele Jahre im Parlament und ist selbst, so wie die Grünen, selbst eine dieser Lobbyistenfreunde und High-Society-Freunde-Parteien geworden. Und damit ist sie dann gar nicht mehr interessiert. Sie verspricht zwar dann vielleicht immer noch die Bürgerinnenversammlung, aber wird sie nie durchführen, weil sie dann ihre eigenen Privilegien, weil sie selbst zu der Kaste geworden sind, deren Privilegien sie ja dann abschaffen müssten. Und das wird nicht geschehen. Ja? Also insofern ist der Traum von der Bürgerinnenversammlung wird nicht erfolgreich sein. Warum? Denn man muss den mächtigen Kasten muss man etwas anbieten können. Ja? Also hier, das sind jetzt zwar unsere Milliardärskönige, aber das sind jetzt auch unsere Politikkönige und alle, jetzt sind mal alle mächtigen Kasten gemeint. Ja? Und sie müssen doch den Leuten, das ist wie bei der Konsumsucht von Nico Pech. Ja? Was ist der Fehler bei Nico Pech? Er mit seinen Postwachstums- und Degrowth-Vorstellung irrt sich auch total. Er denkt, man könnte mit den Leuten, den Konsumsüchtigen und Kaufsüchtigen, die richtig schwer suchtkrank sind, könnte man einfach gut zureden und dann würden die sagen, ja, ich versuche es jetzt mal mit Genügsamkeit, mit Suffizienz, ne? Versuch's doch mal mit Genügsamkeit, ja? Und nur so, wenn sie so mit Süchtigen reden, dann kaufen die danach nochmal dreimal so viel wie vorher, ja? Nein, sie müssen mit Suchtkranken, gibt es nur ein Mittel, sie richtig mit ihnen umzugehen. Wir müssen ihnen das geraubte Naturglück, das geraubte Liebesleben, das geraubte natürliche Glück, müssen wir ihnen wieder zurückgeben. Ja? Und wenn wir es ihnen zurückgeben, dann können sie ihre Suchtmittel fallen lassen, die Konsumsucht und die Kaufsucht aufgeben. Dazu muss sie dann niemand auffordern. Sie brauchen das dann einfach nicht mehr. Denn die ganze Kaufsucht und Konsumsucht ist doch nur ein Ersatzbefriedigungsversuch für nicht gelebtes Leben. Ja? Und wenn die Menschen wieder voll leben dürfen, mit voll Liebe, wenn ich gerade Sex habe mit einer ganz hübschen Frau, was denke ich da ans Einkaufen gehen? Gar nicht. Ja, so ist Therapie möglich von, und dadurch ist dann echtes Degrowth und echtes Postwachstum möglich. Ja, und man muss doch den Leuten was anbieten. Ja, immer, also ich
ich muss doch den Milliardärskönigen und den Politikern anbieten, ja, liebe Leute, durch die Wohlfühlstimme als Wahlstimme gebt ihr zugegebenermaßen ja auch etwas von eurer Macht ab, weil dann die Bürger sozusagen, die Wohlfühlstimme ist quasi eine tägliche Bürgerinnenversammlung. Aber ihr behaltet eure Posten, ihr werdet nicht in Frage gestellt, liebe Politiker. Ja, ihr könnt weiter, eure Parteien dürfen weiter bestehen bleiben, ihr behaltet eure Parlamentsposten weiter und ihr allein entscheidet, dass ihr vielleicht in Zukunft dann einfach mehr Berater von außen zur Politik hinzuzieht, weil es jetzt plötzlich natürlich für eure Parteien überlebenswichtig wird, sich wirklich um die Bürger zu kümmern. Und ihr steht jetzt dann vor der Wahl, ob ihr dann die Geschenke von den Lobbyisten und von den Konzernen und die ganzen Aufträge und so weiter, all das für attraktiver haltet als die ganz klar wissenschaftlich fundierte Perspektive, dass ihr durch die Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme und die anderen 20 Reformen der Next Scientist for Future die Chance habt, möglicherweise bis zu 127 Jahre alt, kerngesund alt zu werden und zu genießen mit einer 10-fach, 20-fach höheren Lebenslust und Lebensqualität als bisher. Fragt euch doch mal selber, das Geld, was euch auf den Tisch gelegt wird, macht euch das dann wirklich 20-mal glücklicher? Ja? Gilt für euch wirklich der Satz, dass ihr glaubt, Geld alleine macht glücklich? Habt ihr noch nie erlebt, wie riesig der Unterschied sein kann, ein total erfülltes Liebesleben zu haben oder dann wieder auf der anderen Seite Krach in irgendeiner Liebesbeziehung zu haben, wie das euren Wohlfühlzustand beeinflusst, ja? Und die Next Scientists for Future haben alles Know-how, um euch den Rahmen zu geben, in dem ihr, wenn ihr da in der Lage seid dazu, 10 bis 20 Mal glücklicher leben könnt, viel länger leben könnt, viel gesünder leben könnt als bisher. Und das ist das, was wir euch als Positives auf der Seite anbieten. Natürlich habt ihr dann den negativen Effekt, dass ab dem Moment, wo die Wohlfühlstimme eingeführt hat, die Lobbyisten alle ihre Arbeit einstellen werden. Es wird also keine Parteispenden mehr geben, es wird keine Lobbyistengeschenke, es wird keine Redeaufträge mehr geben, weil die Wirtschaft dann ja auch nur noch ein Ziel hat, die Gesundheit zu fördern, die Lebensqualität, das Wohlfühlen zu fördern und die Langlebigkeit zu fördern, weil nämlich die Wirtschaft mit der Wohlfühlstimme, weil alle Gewinne der Wirtschaft von den Wohlfühlstimmenentwicklungen abhängen, genauso wie zukünftig dann natürlich alle Wahlerfolge von Parteien von den Wohlfühlstimmen, zum Beispiel der Bürger eines Bundeslands, das eine Partei regiert, abhängen werden. Ja, das heißt also, aber liebe politische Kaste, liebe Politiker, die Wohlfühlstimme sorgt doch dafür, dass ihr und eure Kinder und eure Enkelkinder, Schluck Wasser. Ein viel, viel glücklicheres, gesünderes und längeres Leben leben dürfen. Und wollt ihr das nicht? Ist das nicht eigentlich auch euch viel wichtiger als ein paar Euro mehr auf dem Tisch, ne? Also ich kann euch sagen, liebe Politiker, als ich erkannt habe, dass wir eigentlich hier in der sozialen Marktwirtschaft gar nicht leben dürfen, ab dem Moment hat mich Geld nie mehr interessiert, ja? Es ging mir nur noch darum, einen Weg zu suchen, dass wir alle dieses glücklichere Ich will
127 Jahre alt werden im kerngesunden Zustand. Und ich will ein glückseliges Leben führen, 20 Mal glücklicher als das, was mir die soziale Marktwirtschaft übrig lässt als Brotkrumen, nachdem sie unser Leben zerstört hat. Und ich will natürlich diese völlig gewaltfreie und kriegsfreie Welt um mich herum haben. Ja? Und das weiß ich eben, dass ich das nur kriegen kann, liebe Politiker, über solche Maßnahmen, wie sie die Professorinnen vorgeschlagen haben, ja, so Richtung Wohlfühlstimme und 20 Reformen, Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege und so weiter, ja, wo für uns alle das paradiesisch möglichste Welt wartet. Und liebe AfD, ja, also sozusagen von den 100 Varianten des Kommunismus wollen wir, sagen wir so, wir wollen die Möglichkeit schaffen, dass wer immer es möchte, auch den Weg hin findet über den Hausarzt-Gesundheitskommunismus sozusagen hin zu einem Bonobo-Kommunismus, der aber überhaupt nichts mit dem Stalinismus zu tun hat. Ja, und also mit einem Bonobo-Kommunismus, Bonobo-Sozialismus und einem planwirtschaftlichen Schutzdach gegen die Schäden der Marktwirtschaft sozusagen, gegen die Gefährlichkeit der Marktwirtschaft. Und das ist sozusagen, das bedeutet, wir wollen einfach alles, was gut ist an der Marktwirtschaft, behalten wir natürlich. Wir sind doch Naturwissenschaftler, wir sind doch nicht blöd. Wir haben alles, was irgendwie gut an Markt und so weiter sein könnte, behalten wir natürlich als Marktelemente, aber ohne ein planwirtschaftliches Schutzdach sozusagen ist Glück nicht möglich. Also das, euer Klammern, also AfD, Krall und Sinn, euer Klammern an der sozialen Marktwirtschaft oder freien Marktwirtschaft bedeutet, dass ihr und mir die Hölle auf Erden bereiten wollt und auch den Politikern die Hölle auf Erden bereitet sozusagen. Ja? Löst euch von diesem kranken Modell, räumt einfach ein, okay, ich habe mich geirrt, jetzt habe ich verstanden, Marktwirtschaft ist grundsätzlich ein Killer, ne? Ein Massenmörder. Ja, und liebe Politiker, und jetzt Extinction Rebellion, liebe Extinction Rebellion, Ende Gelände und Fridays for Future, ja, weder die Marktwirtschaft noch der Stalinismus, Honeckerismus oder Maoismus dürfen irgendein Weg sein, weil sie beide Massenmörder sind. Ja, beide sind Horror. Man könnte jetzt drüber streiten, wer der größere Massenmörder ist. Der Kapitalismus ist sicherlich der größere Kriegstreiber von beiden. Ja, aber Massenmörder sind sie beide. Ja, und der einzige Weg ist die postkapitalistische Gesellschaft, für die dann die Welt noch einen Namen finden muss, der Next Scientists for Future. Ja, ja, und so, deswegen die Idee der Bürgerversammlung, das wird nicht durchkommen, weil man dort nur den Politikern nur was wegnehmen will. Also alle Konzepte, die überall diskutiert werden, Christian Felber und so weiter, die beinhalten alle immer, dass sie den mächtigen Kasten immer nur was wegnehmen wollen. So geht das aber nicht. Ja, sondern man muss den mächtigen Kasten so viel wie möglich geben, damit sie sowas zulassen wie die Wohlfühlstimme. Die müssen verstehen, dass sie durch die Wohlfühlstimme selber mehr gewinnen, als sie dadurch verlieren. Und nur so geht das. Ja? Das ist der einzige Weg. Ja? Und ich gehe jetzt mal hier weiter. Wo bin ich noch? Ja, schauen wir es uns gerade mal an hier. Ja, also Christian Felbers Gemeinwohlökonomie, die besteht auch wieder aus dem, dass sie quasi, wenn wir alles umsetzen, was Christian Felber schon gesagt hat in seinen Reden, ja, dann bedeutet das, dass wir alle
fähigen Leute aus dem Land raustreiben, dass Europa also der wirtschaftlich schwächste Kontinent der Erde wird und kaputt geht und vielleicht irgendwann militärisch überrannt wird, wie die nordamerikanischen Indianer Saddam Hussein und Gaddafi von Libyen und so weiter und wir alle abgeschlachtet werden und dann durch neue Bevölkerung ersetzt werden, wie in Nordamerika geschehen, wo wir formulieren das alles nicht richtig. Das war ein Angriffskrieg Europas auf die Indianer Nordamerikas. Wir haben die abgeschlachtet und jetzt ist Nordamerika von den Nachfahren der Europäer besetzt. Dann kamen noch ein paar Sklaven, weil dann die Europäer in den Südstaaten von Nordamerika dann noch in Afrika, Afrika geplündert haben auf Sklaven hin und deswegen haben wir jetzt also nicht nur Nachfahren der Europäer dort, sondern auch noch Sklaven aus Afrika und Südamerika dort, ne? Aber im Prinzip war das ein Eroberungskrieg Europas gegenüber Amerika. Ja, generell. Auch die Spanier haben ja Südamerika und so weiter und die Portugiesen erobert. Das war nichts anderes als ein europäischer, riesiger Eroberungskrieg. Das war keine Entdeckung Amerikas, das war ein Eroberungskrieg, ein kapitalistischer, marktwirtschaftlicher Eroberungskrieg. Ja, das wird nur eben bei uns nicht klar ausgesprochen. Ja? Und genauso kann jetzt auch Europa von China erobert werden oder von Indien oder jetzt von USA oder wem auch immer. Ja? Das ist jederzeit möglich. Ja. Also wenn wir alles umsetzen würden, was Christian Felber so gesagt hat, dann würde das bedeuten, letztendlich die volkswirtschaftliche Totalschwächung und es würde bedeuten, dass wir den Milliardärskönigen, also hier denen eigentlich und den Politikern eigentlich nur anbieten, hier Leute, wir wollen euch was wegnehmen, bitte stimmt dafür. Das werden sie nicht tun. Ein Angebot, das nur aus Wegnehmen besteht, aber nicht dazugeben. Ich erinnere nur daran, dass die Next Scientist for Future der gesamten deutschen Volkswirtschaft jährlich mit ihren 20 Reformen 500 Milliarden Euro plus ermöglichen wollen. Das ist also, ja, also liebe politische Kaste, also das habe ich eben noch vergessen, neben der Langlebigkeit der 20-fach höheren Glückseligkeit und der viel größeren Gesundheit kommen noch die 500 Milliarden jährliches Plus dadurch zustande, dass wenn wir diese ganzen kranken Mechanismen im Kapitalismus beenden, dass wir dann einen Reingewinn von circa schätzungsweise 500 Milliarden pro Jahr plus minus haben werden und davon werden wir alle profitieren können, alle Teile der Gesellschaft. Und Fridays for Future, wir hatten euch ja angeboten, daraus dann den Kohlestopp 2026 euch zu finanzieren, wenn ihr uns mit einer Weltpressekonferenz in die Weltdiskussion hinein mitnehmt, mit euch über die zukünftige Welt mit einer CO2-neutralen Welt sozusagen zu erzielen. Und dann hatten wir euch ja noch den 900 Milliarden Euro 7-Jahre-Plan angeboten, ja, also in 7 Jahren müssten wir ja so Richtung 3,5 Billionen erzeugt haben und wir haben euch dann davon von den 3,5 Billionen, die 20 Reformen der Next Scientist for Future einbringen sollen, haben die euch mal eben fast 1 Billion angeboten. Ja? Und das ist das Dilemma, dass also sozusagen Christian Felber, wo ist er, kommt also mit leeren Händen und will alles haben. Wird nicht funktionieren. Ja? Also die politische Kaste, wir müssen in der öffentlichen Diskussion riesigen Druck machen, mit Fridays for Future gemeinsam zusammen und in der Weltöffentlichkeit, zusammen mit Extinction Rebellion, mit Ende Gelände, müssen wir in allen Medien über diese Reformen sprechen, ja, und damit wir den Kohlestopp 2026 hinkriegen. Und wir müssen in den Medien die Medienleute und die Politiker überzeugen, dass niemand
etwas verliert, sondern alle nur dabei gewinnen, dass es ein Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Spiel ist und niemand, keine mächtige Kaste lose dabei, sondern alle gewinnen. Die Milliardärskönige, die politische Kaste, alle gewinnen dabei. Und nur so geht Änderung, nur so geht Wandel. Ansonsten ist Wandel unmöglich. Ja, und Sarah Wagenknecht, ihr Motto ist auch, dass sie den Mächten, Milliardärskönigen, genauso wie Kevin Kühnert, die reden nur vom Wegnehmen gegenüber den Milliardärskönigen, aber nicht davon, denen was zu geben. Also das kann nie durchschlagenden Erfolg haben, ne? Und ja, Mikko Pech habe ich schon geschildert mit seinen Irrtümern. Ja, und auch Rainer Mausfeld, der hat auch so die Tendenz, immer nur den Mächtigen was wegnehmen, aber bloß nichts anbieten können, ja, nichts geben können, sondern nur wegnehmen wollen. Wird scheitern, ne? Wird scheitern. Ja, und deswegen, wir brauchen eine Weltpressekonferenz mit Extinction Rebellion, Ende Gelände, Fridays for Future, Greta Thunberg, Luisa Neubauer, Carla Rehms und so weiter. Und nur so kann es dann sozusagen zu einer Lösung kommen. Und Bhutans Bruttonationalglück, was haben die für einen Fehler gemacht, dass sie eben die Erhebungen des Wohlbefindens der Bevölkerung gar nicht an die Geldflüsse gekoppelt haben, ne? Sie müssen doch, also wenn mein Hausarzt und mein Supermarktleiter sozusagen mir helfen und ich werde gesünder und gesünder, meine Gesundheitsdaten werden besser und meine Wohlfühlstimmen werden immer besser, dann müssen wir ihm dafür doch Verdienstzuschläge ausschütten, damit er genau weiß, wo das Ziel ist, nämlich kerngesunde Gesundheitsförderung hoch 10 sozusagen. Ja, und das haben die Bhutaner natürlich versäumt, weil das dazu auch die Bildung und die wissenschaftliche Intelligenz halt leider nicht ausgereicht hat. Ja, und bei Gradido, da habe ich ja eine Sendung gemacht mit der ganzen Kritik, also auch die würden immer nur was wegnehmen, ja, und die Volkswirtschaft total ruinieren, ja, und darauf wird kein Politiker jemals eingehen, auf ein solches, ja, ich will dir was wegnehmen und ich gebe dir gar nichts, ne? So ein Angebot wird kein Mensch annehmen, ja. Ja, KenFM und die anderen Verschwörungstheoretiker, ja, da ist halt der Denkfehler ist sozusagen der Kinderfehler, also der kindliche Animismus, den wir aus der Psychologie kennen. Wenn was schlecht läuft, dann stecken dahinter böse, schlechte Menschen. Ja, das ist diese Primitivität, können wir völlig abhaken und vergessen, brauchen wir eigentlich nie wieder drauf eingehen. Und dann, was ist der Zentralirrtum im bedingungslosen Grundeinkommen? Also die Grundidee, die ganze Bürokratie zu reduzieren, also diese ganze Bürokratie zu reduzieren und darüber nachzudenken, ob Menschen nicht vielleicht sogar kreativer in einer Gesellschaft und mitwirkender in einer Gesellschaft werden können, wenn sie die Grundangst verlieren, weil sie geschützt sind durch ein so klein wie mögliches Grundeinkommen, darüber kann man diskutieren. Aber was die Vertreter des bedingungslosen Grundeinkommens meistens wollen, ist eine so riesige Bezahlung, dass bedeutet, dass es ein Kindergeld von über 1000 Euro pro Kind gibt. Und ach so, ich bin hier im falschen Film. Ja, und das bedeutet dann wiederum, dass wir müssen wieder abschließend über den größten Denkfehler der Menschheit denken. Viele Menschen denken, dass alle Menschen Genies seien, dass alle Menschen gleich seien, obwohl jeder Mensch völlig anders aussieht als der andere und der eine groß ist und der andere klein, denken alle sind gleich, alle sind gleich klug, alle sind Genies und so weiter. Dabei hat die Naturwissenschaft tausendfach bewiesen, die Evolution und unser Genom ist ein Ungleichheitsgenerator und produziert aktiv
negativ, Ungleichheiten, weil das in der Evolution sozusagen das war, mit dem alle Organismen überlebt haben. Ihre Kinder mussten immer anders sein als sie selber. Mindestens mussten sie stärkere Immunsysteme, neu konstruierte Immunsysteme haben, verglichen mit ihnen, damit sie mit den neuen Viren und Bakterien problemlos und darüber lachend sozusagen Schritt halten konnten und so weiter. Also Kinder, die nicht anders sind als die Eltern, wären immer ein Aussterbensgrund gewesen. Deswegen hat die Evolution immer Ungleichheit generiert. Also ein Erzeuger von Ungleichheit ist die Evolution. Und das bedeutet, dass es eben auch heute Menschen gibt, die als Erwachsene 900 Milliliter Gehirnvolumen haben und 2 Liter Gehirnvolumen. Sicherlich ist die Korrelation zwischen Gehirnvolumen und Gehirnleistungsfähigkeit nicht 1, sondern etwas darunter. Aber die Evolution sorgt natürlich durch ihren Selektionsdruck, hat in den letzten hunderttausenden Jahren natürlich schon dafür gesorgt, dass sozusagen die Korrelation Richtung 1 geht. Das heißt, größeres Gehirnvolumen, auch größere Leistungsfähigkeit. Denn wer ein großes Gehirn mit sich rumschleppt und hat keine Leistungsfähigkeit dafür, hat also sozusagen kein Ergebnis dafür, der stirbt aus in der Evolution normalerweise. Ja? Und wir haben ja bis vor einigen tausend Jahren durchaus noch sehr naturnahe Evolutionsbedingungen gehabt und damit auch noch diese Selektionsdrücke gehabt. Ne? Also das bedeutet letztendlich, das heißt also, für jede Bevölkerung ist es lebensgefährlich, wenn diese hier keine Kinder mehr bekommen, das haben wir in Europa schon fast geschafft, ja, dass die intelligentesten und leistungsfähigsten keine Kinder bekommen und dass die Unfähigen viele Kinder bekommen. Und wenn wir jetzt noch eine Kindergeldprämie von über 1000 Euro pro Kind aussetzen, dann werden die immer noch hier wie aus Karrieregründen keine Kinder bekommen, ja, weil es mit der Karriere nicht vereinbar ist und außerdem sind für die 1200 Euro nur ein Witz, also ein finanziell irrelevantes Geschehen, während hier im nicht leistungsfähigen Bereich 1200 Euro ein Geschenk des Himmels sind und dann werden hier unendlich viel Kinder geboren aufgrund des bedingungslosen Grundeinkommens und die Volkswirtschaft wird total ruiniert sein, weil wir ein Übergewicht kriegen werden an ungebildeten, unfähigen, nicht berufstätigen, unfähigen Menschen, die alle anderen mit werden rumschleppen müssen und bevor sie an der Last dieses Mühlsteins ersticken, werden sie Deutschland und Europa verlassen und dann ist Deutschland total und Europa total ruiniert und deswegen wird es zu diesem, da das jeder Politiker und jeder vernünftige Wirtschaftswissenschaftler ahnt, dass es so kommen wird, wird das nie eingeführt werden. Das Einzige, was man gerne mit den Next Scientists for Future.de diskutieren kann, ist, ob ein so niedriges bedingungsloses Einkommen wie möglich, ob sozusagen die Behebung der Grundlebensangst des Menschen. Professor Panse vom Weltrat der Weisen hat das mal genannt, die gesunde Angst. Ob es wirklich sinnvoll ist, die sogenannte gesunde Angst wegzunehmen und ob daraus dann eher mehr Couch-Potato resultiert oder mehr sich engagierender, mit anpackender resultiert. Das ist eine interessante Frage. Das könnte man mal in einem Test machen, vielleicht für eine Großstadt lebenslang bedingungsloses Grundeinkommen durchführen und dann würde man sehen, ob dann die Wegnahme dieser Grundangst wirklich Kreativität entfaltet oder den Couch-Potato produziert. Das würden wir sehen. Denn dafür gibt es in der Wissenschaft keine eindeutigen Hinweise, wie dieses Experiment wohl ausgehen würde. Ne? Ja, so, dann kann ich mal wieder hier zurück. Ja, jetzt habe ich mal wieder alles durchgegangen. Alles andere, was ich jetzt nicht erwähne, kennen wir selbstverständlich auch, aber schätzen wir als so
gar nicht der Rede wert ein. Also wenn sie sich mit anderen Dingen beschäftigen, wie zum Beispiel Spiro, Eso, Spiro und Psycho, ja, wenig Sinn, nenne ich es mal höflich, ja, und so weiter, oder mit anderen Dingen beschäftigen, können sie alles vergessen, das wird nie zu einem besseren Leben und so weiter führen. Das sind alles, also alles, was ich jetzt, was wir hier erwähnen, sind noch Gegner, Argumentationsgegner, die der Rede wert sind. Alles andere ist überhaupt nicht der Rede wert, weil es nur darum geht, irgendwelche Opfer abzuzocken oder irgendwas zu machen. Also auf jeden Fall, alles, was wir jetzt hier nicht erwähnen, ja, sollten Sie völlig vergessen, weil dort sind Sie in der völligen Welt der Unwahrheit, der totalen Unwahrheit. Hier bei diesen Leuten sind wir wenigstens noch in Bereichen von Teilwahrheiten, ja? Ja, also Professor Hans-Werner Sinn, manches, was er sagt und wie er zum Beispiel den linkslastigen und linksextremistisch angehauchten Thilo Jung von Jung und Naiv kontert, ja, ganz freundlich und höflich, das ist schon gute Sache, aber das ist natürlich in der na neuen naturwissenschaftlichen Volkswirtschaftslehre der Next Scientist for Future.de natürlich hundertprozentig alles schon immer enthalten gewesen. Aber trotzdem ist es gut zu hören, dass mal jemand den Flausen von Linksextremisten mal so gekonnt widerspricht. Ja? Schaut euch das an. Also da ist was drin, was Hand und Fuß hat. Ja, überall in diesen bei diesen Leuten ist irgendwas dabei, was Hand und Fuß hat. Ja, sogar Gradido hat ja irgendwie gute Absichten und gute Ziele. Aber was Sie sonst so im Internet schauen, da ist nichts Gutes drin. Da ist nur Unwahrheit. Das ist nur Irreführung. Also bitte, lasst da die Finger von. Wir leben ja in einer freien Gesellschaft. Ihr habt natürlich das absolute Freiheitsrecht, euch da weiterhin in die Irre führen zu lassen von all diesen Unwahrheiten und Irrtümern. Ja? Aber ich habe auch die Freiheit, euch davon zu warnen, euch zu sagen, lasst da die Finger von. In diesem Bereich hier, da habt ihr wenigstens noch Restwahrheiten in all diesen Bereichen, die hier aufgelistet sind, ja? Und mein Tipp ist natürlich, kümmert euch um die 5 Homepages der Next Scientists for Future und die 500 Internetsendungen. Wir erreichen ja bald die 100, 500, ja, und heute Vormittag wird dann ja auch eine Talkshow stattfinden wieder und die wird dann spätestens, ja, wahrscheinlich heute Abend oder morgen gesendet werden. Ja. Also, was muss ich machen? Ich sage, ja, das war's wohl wieder mal mit der jetzigen Tagesschau und jetzt muss ich hier unsere Technik vorbereiten für die nächste Talkshow, die nachher kommt. Vielleicht will ja noch jemand teilnehmen, ja, noch die Möglichkeit, sich kurzfristig anzumelden, mitzutalken. Wissenschaftliche Tagesschau heute. Talkshow Demokratie pur, freie Argumenterplattform ist bei uns um 11 Uhr angesetzt, hier im telefonischen Konferenzstudio sozusagen. Die wissenschaftliche Tagesschau heute war's das für jetzt und bis später. Tschüssi.